Internet und YouTube zurück auf Tacker Dingensbums. Ich muss noch eine Stahlbatztruhe finden. Ich weiß nicht mehr, wo die war. Habe ich die jemals gefunden? Nein. Aber. Nix, aber. M. Stahlbatztruhe. Die ist hier? Ich verstehe das nicht, aber gut. Ist der dann hier oben? Ist das diese Truhe ganz oben, die verschlossen war? Nee. Eine leere Kiste. Also ganz schön fertig gemacht, Lola, was? Stahlbadstruhe, Halleluja. Hey, Buchseiten, 500 Gold, gib mir das. Warum machst du das? Das geht dich gar nichts an, das ist meine Truhe. Oh, schön leise sein, sonst haben wir ein Problem. Also nicht wir, du. Du hast ein Problem, ich nicht. Lass mich mal nachsehen. Bla bla bla. Okay, shit. Patty. Anscheinend kann ich nicht lesen. Hallo, wie komme ich denn? Hallo? Okay. Jetzt wieder ausschau. Gut, gut, gut. Ich habe eine weitere Tagebuchseite gefunden. Sehr gut. Was steht drin? Sag du es mir. Zeig mal her. Es scheint die vierte von vier Tagebuchseiten zu sein. Das heißt, uns fehlen noch zwei. Ja, und mein Vater hat hier Hinweise notiert, wo sie zu finden sind. Hm. Nee, siehe, der alte Säufer hat eine gekriegt. So, so. Und hier, bei der Tempelruine. Verstehe. Alles klar. Hier. Was willst du wissen? Was zur Hölle mit dir los ist, Patty? Wer ist dieser Nesir, den dein Vater erwähnt? Er hat früher oft mit meinem Vater gesoffen, wenn er auf Antigua war. Ich habe aber lange nichts mehr von ihm gehört. Am besten du fragst mal in Antiguas Hafenkneipe nach. Alles klar. Was meint dein Vater, wenn er von der ersten Tempelruine spricht? Ich glaube, er spricht von der Tempelruine der Eingeborenen, die in der Nähe seines Grabes ist. Ich habe mich mit ihm auf der Schwertküste darüber unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er im Laufe seiner Kaperfahrten schon mal da gewesen ist. Hier, ich zeichne dir mal auf, wo es ist. What is going on? Stahlbatz Rätsel lösen, seine Tagebuchseiten, bla bla bla. Ich sollte auf Antigua nach einer weiteren Tagebuchseite suchen. Ein gewisser Nisi, bla bla bla. Schwertküste, Tagebuchseite. Ist es hier? Nee. Okay, das heißt... Antigua. Wieder zurück nach Antigua, oder was? What? Oh. What? War hier irgendjemand, der was Gutes kaufen? Ne, oder? Ne. Es wird Zeit. Falscher Knopf, Patty, falscher Knopf. Es. Ja, möchte ich. Ja, dankeschön. Sauwetter, wunderbar. Exzellent. Gott sei Dank habe ich einen Mantel an, da kann ich mir keine Erkältung holen. Wunderbar. So, Hafenkneipe, oder? Zack, zack. Ja, groß ist die Macht Morgen. Des Meeres. Pirat, Pirat. Im Pirat, Becher Pirat. Ersaufen mehr Leute als im Meer. Ups. Harvey? Na, gerade von der ersten Kaperfahrt gekommen oder hast du noch gar keine gemacht? Ist dir langweilig, bla bla bla. Doch,
Und ich habe viel Gold und Frauen erbeutet, die in meiner Kajüte auf mich warten. Echt jetzt? Nein, du Pfeife. Nein, du Pfeife. Du glaubst auch alles, oder? Ich habe gar nichts geglaubt. Mein Captain war nämlich schon auf vielen glorreichen Kaperfahrten. Und das, obwohl er noch so jung ist. Er ist gerissen und klug und für uns fällt auch mal was ab. So gut bin ich. Schade. Du redest von Captain Slane? Natürlich. Von wem sonst? Captain Slane ist der schlaueste aller Kapitäne. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Dann werden wir Reichtümer anhäufen und uns jeder einen Namen machen. So, so. Warum hat dich Slane in seiner Crew aufgenommen? Ich war früher einer der besten Diebe. Es ist mir gelungen, einem Händler einen besonderen Edelstein zu stehlen. Slane wollte ihn haben und wir haben dann einen Deal gemacht. Du hast ihm den Stein gegeben und dafür darfst du für ihn arbeiten? So ist es. Hört sich nach einem guten Deal an. Nicht wahr? Was ist denn das Wertvollste, das Slane je erbeutet hat? Das weißt du nicht? Den Blutopferdolch, natürlich. Okay, tschüss. Sorry, dass ich auf dem Tisch herumgestanden bin, okay? Wer solche Freunde... Hey, ho! Was? Achso. Hey, ho, Captain! Du bist Seemann? Jep, Steuermann. Damals habe ich die dicksten Schaluppen gefahren. Lange ist her. Du hast nicht zufällig Verwendung für einen Steuermann? Oh. Ich? Nein. Ich habe schon einen. Ah ja. Und? Ist er gut? Bisher sind wir immer angekommen, wohin wir wollten. Ich bin ein guter Steuermann. Ich würde dich nicht enttäuschen. Lass gut sein. Ich möchte meinen Steuermann lieber behalten. Na schön. Wie auch immer. Ich könnte wieder Wind um die Nase vertragen. Ich denke, ich habe einen Job für dich. Was jetzt? Schmeißt du deinen Steuermann raus? Nein, das nicht. Moment mal. Ich soll doch wohl nicht etwa bei Slane anheuern, oder? Wo ist das Problem? Auf dem Kahn von Slane sterben sie wie die Fliegen, sagt man sich. Da würde kein Schwein freiwillig anheuern. Wie kann ich dich zu einer Heuer auf Slanes Schiff überreden? Ich werde keinen Fuß auf seinen Kahn setzen, Captain. Hast du etwa Angst, auf einem richtigen Schiff anzuheuern? Ich bin schon auf den gefährlichsten Kaperfahrten selbst am Steuerrad gestanden. Wie lange hast du schon das Kommando auf deinem Schiff, hä? Naja. Du zeigst mir jetzt erstmal, was du auf dem Kasten hast. Wir beide werden jetzt einen kleinen Wettkampf ausfechten. Oh Gott! Was? Ja. Wenn du gewinnst, heuer ich bei Slane an. Und was ist, wenn du gewinnst? Dann wirst du dir freiwillig die Fresse polieren lassen für die Frechheit, mir Slane andrehen zu wollen. Natürlich. Wie du willst. F5, ich bin Baby. Dabei. Das höre ich gerne. Also, soll ich dir die Regeln erklären? Erklär mir die Regeln von deinem Wettkampf. Zuerst klopfen wir uns ein bisschen gegenseitig auf die Leber, bis einer gewinnt. Als nächstes musst du meinen Rekord im Rumkrüge leersaufen schlagen. Zu guter Letzt darfst du beim Flaschenschießen nicht weniger Treffer landen als ich. Verstanden? Okay, lass uns anfangen. Alles klar, auf geht's. Zuerst das Duell. Eine Sache noch dazu. Oh, wenn du abhaust, zählt das als Niederlage. Also dann, verteidige dich. Hey! Warte, ich war nicht bereit. Jetzt bin ich bereit. Hey, Countdown gilt nicht. Dankeschön, siehst du? Au. Du kriegst das Dicke von mir. Wow, der hat gesessen, mein Freund, der war nicht schlecht. Ich hab schon wieder im falschen Moment gekontert. Verdammt nochmal. Morgan, hör auf damit. Ich wollte das nicht, ich wollte dich nicht verletzen.
Ja, sag einmal morgen! Oh! Schnippidi-schnapp! Huch! Ich hab mir ganz schön viel rum verbraucht, mein Freund. Weinst du jetzt? Das war ein guter Kampf. So, das war das Duell. Jetzt wird gesoffen. Auf geht's. Alright, alright, das kann ich, das kann ich. Los geht's. Was ist denn? Was ist mit der Flasche? Was ist denn los? Oh Gott, ich bin nichts mehr gewohnt. Oh, Jesus Christ. Oh mein Gott. Oh Gott. Mehr Glück beim nächsten Mal. Wieso? Was? Wieso? God. Ja. Jetzt wird geschossen. Du musst mehr Treffer als ich. Also triff sie mal. Ich hab keine. Was? Schießen, schießen. Wie? Das soll ich treffen? Schieß doch! Ja, das ist doch viel zu schnell. Jetzt schieß endlich. Ja, ich kann. Ich krieg das nicht mal mit. Wenn du keine Lust hast zu schießen, habe ich keine Lust zu werfen. So. Unser Wettkampf ist vorüber. Das wollen wir doch mal sehen. Das Duell hast du gewonnen. Beim Saufen geht der Punkt an mich. Du kannst ja mal gar nichts an der Flasche. Das Schießen lief nicht so gut bei dir. Ich halte weiterhin den Rekord. So, ich habe den Wettkampf gewonnen. Lass uns... Von mir... Zuerst das Duell. Nein. Das habe ich schon gewonnen, mein Freund. Das zählt nicht. Es kann nicht sein, dass ich im Saufen verloren habe. Meine Güte. Ich werde alt. Warum hat das nicht so gut geklappt jetzt? Das war ein guter Kampf. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, komm her. Los geht's! Nein! Nein! Auf was muss ich denn greifen? Gut gemacht! Yes! 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 Na. Jetzt wird geschossen! Du musst mehr Treffer als ich! Also. Okay. Ja, popo. Ach, kann ich öfter schießen? Ach so. Noch mal versuchen. Oh Gott. Peinlich. Verrückt. So, unser Wettkampf ist vorüber. Dann wollen wir doch mal sehen. Das Duell hast du gewonnen. Beim Saufen hast du mich unter den Tisch gesoffen. Punkt für dich. Das Schießen lief nicht so gut bei dir. Ich halte weiterhin den Rekord. So, du gewinnst den Wettkampf. Ach, Gott sei Dank. Ich hab dich geschlagen. Oh, mein Schädel. Sieht ganz so aus, als hätte ich verloren, was? Yep. Oh Mann, na gut. Ich werde bei Slane anheuern. Ich hoffe nur, dass er mich nicht gleich nach dem ersten Mond an die Haie verfüttert. Ich muss mich jetzt verabschieden. Gute Reise, Steuermann. Ja, wünsche ich dir auch, Captain. Ich melde mich bei Slane, sobald ich meine 7 Sachen zusammen habe. Sehr gut. Wir sehen uns auf See. So, das Schießen muss ich rausschneiden. Ansonsten hat das funktioniert. Kistengänger, Schlepper. Also. Was geht hier? Was wirst du als nächstes tun? Ich weiß es noch nicht genau. Das ist alles so aufregend. Ich glaube, erst einmal werde ich mich auf meine Schatzsuche vor... Ja. In ein paar Tagen breche ich dann auf und... Pass auf, Piratenwelt! Hier kommt Captain Rick! Du bist ein Idiot. Also. Ich hatte immer genug Gold, Rum und Spaß. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was... Ich kann... Was war denn das? Ich hatte immer genug Gold, Rum und Spaß. Shut ich sagte. Please. Eigentlich wollte ich ganz was anderes machen, aber gut.
Antigua nach einer weiteren Tagebuchseite wollte ich doch, oder? Patty? Nesia Hafenkneipe. Zack, zack. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ich bin Freibeuter und will frei Bier. Nesia. Ich suche Nesia. Weißt du, wo er ist? Nesia? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der arme Kerl war dünn wie ein Gerippe. Hat den letzten Winter nicht überlebt. Oh, na toll. Naja, du kannst immer noch sein Grab besuchen. Er liegt hier auf dem Friedhof am Haus der Kapitäne. Hier, ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Zeig mir, was du anzubieten hast. Warum kritzelt ihr überhaupt alle auf meiner Karte rum? Ich sag dir, es gibt... Am Friedhof, am Haus der Kapitäne. Wo hast du das eingezeichnet, mein Freund? Dann heuer doch bei einem der Kapitäne an. Ich denk drüber nach. Ich hätte gerade keinen... Oh Mann, er hat das hier gar nicht eingezeichnet. Hey, letztens wollte ich bei Wilson Kanonenfutter holen. Amen. Tja. Ja, das musste ich jetzt unbedingt haben. Das war mir doch glatt ein Bedürfnis. Wo ist denn hier der Friedhof? Aber das... Ah, ich sehe schon. Wunderbar. Wunderbar. O'Connell, Dingens. Wann buddeln wir den alten Nesir mal aus? Knochen und Gold. Wunderschön. Wenn hier mal ein Hinweis drin war, ist er schon lange nicht mehr da. Ja, super. Ich sollte mal mit Patty darüber reden. Dann reden wir halt mal mit Patty darüber. Und zwar im nächsten Part. Ich glaube noch zu ihm. Wow. Teleportation ich hätte Time. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Entweder. Vorsicht. Patty. In Nesirs Grab war eine Kiste vergraben. Aber sie scheint schon geplündert zu sein. Das klingt nicht gut. Ohne den Hinweis können wir die Rätsel vielleicht nicht lösen. Wenn du den Schatz haben willst, haben wir keine andere Wahl. Hm. Dann halte bloß die Augen offen, wenn wir da sind. Wie jetzt? Das war... Für was rede ich mit Patty? Ich geht mir auf den... Captain Garcia, die Tempelruine. Auf meiner Karte kann ich den Aufenthaltsort des Hinweises sehen. Tatsächlich? Wo ist er? An der Schwertküste. Alte Truhe. Ja, dann auf dorthin. Na, Gott. Ah, Patty. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Auf zur Schwertküste. Moment, dieser Sequenz. Déjà vu. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.